Hier ist Martin von Neudeutschland TV. Ich bin hier beim Stand von Hans. Und der erzählt uns jetzt mal ein bisschen was über den Tesla-Turm, den ihr draußen schon gesehen habt. Was ist das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Wir wollten nachweisen, was Tesla damals vor 100 Jahren gemacht hat. Das heißt, draußen steht ein Turm, der ist ungefähr 5 Meter hoch. Und da ist eine Aluminiumplatte angebracht. Und dieses funktioniert wie ein Staubsauger. Das heißt, es kommt aus der Quantenphysik. Sind die kleinsten Teilchen, Tachyon zum Beispiel, das heißt überall, wo eine elektrische Leitung lang geht, sind Energieverluste. Und das sind diese kleinen Teilchen aus der Quantenphysik. Diese werden aufgesaugt und kommen dann über diese Leitung zurück. Das sind Dioden. Diese Dioden machen aus diesen Impulsen, die von dieser Platte kommen, Gleichspannung. Das heißt also, hier kommen bestimmte Wellen, Minus und Plus, und die werden dann so umgeleitet, dass daraus eine Gleichspannung entsteht. Danach puffert der Kondensator die Gleichspannung noch und man kann hier hinten in dem Fall dann diese Gleichspannung abgreifen. Wenn man jetzt das zum Beispiel misst, ich halte das hier mal dran. Das müssten dann so ungefähr 0,3, 0,5 Volt sein. Ja. Sieht man, dass also hier Energie abgegriffen wird. Nur weil da so ein Turm steht, ja. Weil dieser Turm dort draußen steht. Und zwar ist das dieses Potenzial, das ist die Erdung. Das heißt, es geht dann zurück an den Turm in die Erde rein. Man kann das in dem Fall vergrößern, die Energie, indem ich den Turm höher baue, größere Platten nutze oder mehrere Platten nutze, sodass ich dann so viel Energie abgreife, dass ich damit die Gleichspannung in eine Batterieanlage einspeise und dann über einen Wechselrichter umwandle wieder in Wechselspannung. Und das ist diese Platte, die sammelt die Tachyonen? Diese Platte sammelt die Energie. Das heißt, es ist ein Energiepotenzial. Ein Energiepotenzial zwischen Erde, Erdreich und Atmosphäre. Und dieses Energiepotenzial nehme ich, freie Energie. Deswegen heißt sie ja freie Energie, weil ich kann das ohne jemanden zu fragen nehmen. Diese Energie, nehme das aus dem Raum und wandle es um, dann, um damit Waschmaschine, Kühlschrank, Fernseher zu betreiben. Und das ist jetzt zum Beispiel schon mit dieser kleinen Metallplatte sind wir auf 0,43, was war das? Genau, ungefähr 0,4, 0,5. Wir hatten heute Vormittag 2 Volt gehabt. Aha. Ja, hier sieht man es. So, und da das natürlich schwankt, brauche ich einen Puffer über moderne Akkumulatoren, sodass ich dann die Energie speichere, weil ich brauche ja nicht immer gleich Energie. Ich brauche nachts weniger wie am Tag. Und dadurch muss ich diese Energie speichern, um sie dann am Tag, wenn ich es brauche, abzugreifen. Und das mache ich dann mit einem Wechselrichter, sodass ich dann wieder 220 Volt Wechselstrom erzeuge. Mit dieser Wechselspannung betreibe ich dann die elektrischen Geräte. Und dieser Turm, den Tesla bauen wollte, den aber nie fertiggestellt hat, das war auch so einer gewesen? Also der Tesla hat den Turm fertig gehabt. Er hat in dem Fall sogar ein Schiff betrieben damit. Auf dem Schiff hat er einen Turm gehabt und dieses Schiff wurde mit Elektromotoren angetrieben. Und das ist dann über den Ozean gefahren. Wie hoch war der Turm? Kann ich so nicht sagen. Ich denke mal irgendwo 20, 30, 40 Meter wird das gewesen sein. Er hat in dem Fall dann auch sein Auto damit betrieben. Das heißt, im Auto war ein kleines Gerät, was auch wie ein Staubsauger funktioniert. Es war eine Antenne dran gewesen. Er hat die Elektroenergie aufgenommen und dieses Auto dann mit Elektromotoren angetrieben und ist damals vor 100 Jahren mit 130 Stundenkilometer gefahren. Damals, vor 100 Jahren. Das können wir heute noch nicht mal. Und das ist eigentlich das, was wir beweisen wollen. Das ist ein Prototyp. Und wir wollen mit unserem Verein das weiterentwickeln, mit den Leuten, die mit uns mitmachen, mit dem Verein, dass wir in dem Fall das so weiterentwickeln, dass wir bei uns auch diese freie Energie nutzen können. So, dass in dem Fall dann Häuser damit versorgt werden können, Autos damit betrieben werden können. Das ist eigentlich so das Ziel. Und hier erstmal zu zeigen, es funktioniert. Es kommt was an. Ja, super. Na denn, danke für die tolle Erklärung. Wichtig ist für uns mit unserem Verein, dass wir uns unabhängig machen. Und deswegen sind unsere 4 Säulen wichtig. Das heißt, die Säule Gesundheit, da haben wir mehrere Ideen, Projekte, die funktionieren. Wie wir uns unabhängig machen können, die Gesundheit selber.
wiederherstellen können, die Macht haben können über unseren Körper, über unsere Gesundheit. Im Energiebereich haben wir mehrere Möglichkeiten, Energie umzuwandeln, sodass wir die nutzen können. Im Bereich Landwirtschaft haben wir mehrere Möglichkeiten, wie wir natürliche Bodenbearbeitung wieder nutzen können, um in dem Fall gesunde Lebensmittel vor Ort zu erzeugen, autark, vor Ort, also nicht von Magdeburg nach München, nach Stuttgart zu fahren und von da dann das Gemüse hierher, sondern dass eine Region, ein Dorf, eine Stadt die Lebensmittel vor Ort erzeugt und dann dort auch verbraucht wird. Also völlig unabhängig? Unabhängig, genau. Genauso im Bereich Geld, Engelgeld oder KW-Gold, vollkommen egal, Regionalwährung. Und damit haben wir die Macht über diese Sachen. Essen, Trinken, Wohnen, Wasser, Energie. Alles, was wir brauchen zum Leben, erzeugen wir selbst. Erzeugen wir selbst. Und damit sind wir frei. Wie die Energie.